Die einen flüchten, weil sie hoffen, dass sie eines Tages ein besseres Leben führen können. Die anderen wollen nur ihrer meist gerechten Bestrafung entgehen. Die Gründe, warum sich Menschen zur Flucht entscheiden, sind extrem vielfältig und spannend. Wir zeigen euch daher heute die außergewöhnlichsten Fluchten aller Zeiten. Mit dabei sind spektakuläre Manöver und irre Verfolgungsjagden. Es wird also sehr spannend, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, wovor ihr schon mal flüchten musstet. Wir sind gespannt. Am 16. September 1979 kam es wohl zu einer der spektakulärsten Fluchten der DDR-Geschichte. Damals wagten die Familien Strelzig und Wetzel aus Pößneck in Thüringen die Flucht aus der DDR über die scharf bewachte innerdeutsche Grenze nach Westdeutschland. Und das mit einem selbstgebauten Heißluftballon und obwohl keiner von ihnen Erfahrungen mit der Luftfahrt hatte. Stattdessen las Günther Wetzel ein Jahr zuvor durch Zufall von einem Heißluftballontreffen in New Mexico. Ab diesem Moment war für ihn klar, dass er so einen Ballon selbst nähen und den Fluchtversuch wagen würde. Gemeinsam mit seinem Freund Peter Strelzig begann dann die geheime Arbeit an dem Ballon, die lediglich auf Schätzungen beruhten. Trotzdem erwies sich bereits der zweite Ballon als fahrtüchtig und Peter Strelzig wagte mit seinem Sohn einen ersten Fluchtversuch. Sie behielten das Wetter allerdings nicht im Blick und der Ballon sank aufgrund der feuchten Witterung über dem Sperrgebiet zu Boden. Der Fluchtversuch scheiterte also und die Stasi war ihnen von nun an auf den Fersen. Ihnen war klar, dass die Flucht der einzige Ausweg war und innerhalb der nächsten 5 Wochen nähten sie einen neuen Ballon, dessen Hülle 28 Meter hoch und 20 Meter breit war. Mit diesem Ballon wagten die Familien mit ihren insgesamt 4 Kindern in einer klaren Vollmondnacht im September schließlich die spektakuläre Flucht. Als Startplatz diente eine Wiese bei Oberlemnitz, doch beim Aufstieg fing der Ballon Feuer und die Familien drohten abzustürzen. Gerade rechtzeitig konnten sie den Brand jedoch löschen und die Fahrt dauerte 28 Minuten, in denen eine Distanz von 18 Kilometern überwunden wurde. Der Ballon landete in einem Waldstück bei Naila im Landkreis Hof und damit war die Flucht tatsächlich geglückt. Später war klar, dass die Flucht der beiden Familien die einzige Flucht in den Westen war, die mit einem Heißluftballon durchgeführt wurde. Der Ballon, der zum Einsatz kam, ist der bisher größte, der jemals in Europa produziert wurde und steht heutzutage im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Nummer 5. Um die Gefängnisinsel Alcatraz, die sich 2 Kilometer vor der Küste San Franciscos befindet, ranken sich bis heute viele Legenden und Geschichten. Die wohl spektakulärste ereignete sich am 11. Juni 1962 und wird noch heute als die Flucht von Alcatraz bezeichnet. Damals unternahmen die beiden Brüder John und Clarence Anglin sowie ein dritter Häftling namens Frank Morris einen spektakulären Fluchtversuch aus dem Hochsicherheitsgefängnis, das bis dahin als absolut ausbruchsicher galt. Dafür hatte das entflohene Trio zuvor über Jahre die Belüftungsöffnungen in ihren Zellen mit Hilfe des Gefängnisbestecks vergrößert. In der Nacht zum 11. Juni kletterten sie schließlich durch die Öffnungen und konnten durch einen Versorgungskorridor hinter ihren Zellen fliehen. Als am nächsten Morgen die Wachmänner zum Wecken kamen, fanden sie nur 3 selbstgebastelte Köpfe aus Pappmaché, Wachs, Farbe und echten Haaren. Morris sowie die Angling-Brüder waren da bereits schon mehrere Stunden verschwunden. Sie sollen mit einem selbstgebauten Schlauchboot, das aus Regenmänteln bestand, von der Insel geflohen sein und galten seitdem als vermisst. Viele Jahre ging man davon aus, dass sie in den Fluten des Pazifiks ums Leben gekommen seien. Doch im Jahr 2013 ging plötzlich ein Brief in einem Polizeirevier in San Francisco ein. Angeblich soll John Anglin persönlich den Brief verfasst haben und er schilderte darin, dass alle 3 Häftlinge die Flucht überlebt hatten. Mittlerweile seien jedoch Morris und sein Bruder Clarence verstorben und auch ihm ginge es durch eine Krebserkrankung sehr schlecht. Das FBI nahm erneut die Ermittlungen auf, konnte aber nie die Echtheit des Briefes feststellen. John Anglin wäre heute 91 Jahre alt.
Weiter geht's mit dem ehemaligen Footballspieler und Schauspieler O.J. Simpson. Der Running Back, der mit den Die nackte Kanone-Filmen auch international zum Superstar wurde, lieferte sich am 17. Juni 1994 die bis dahin wohl kurioseste Verfolgungsjagd. Es war sogar die erste reale Verfolgungsfahrt, die live via Hubschrauber im TV übertragen wurde. Damals war Simpson angeklagt worden, seiner ehemaligen Ehefrau Nicole und ihrem Freund, dem Kellner Ronald Goldman, das Leben genommen zu haben. Eigentlich wollte sich Simpson freiwillig um 11 Uhr bei der Polizei stellen, doch er erschien nicht. Daraufhin wurde der Footballstar zur Fahndung ausgeschrieben und um 18.45 Uhr Ortszeit entdeckte die Polizei Simpson in einem weißen Ford Bronco, der seinem Freund Al Collins gehörte. Es begann eine 90 Kilometer lange Irrfahrt durch Los Angeles. Das Kuriose an der Sache war, dass der SUV minutenlang völlig unbehelligt über den Highway fuhr und in gebührendem Abstand von mehreren Polizeiwagen verfolgt wurde. Die Beamten darin machten keinerlei Anstalten, den Wagen zu stoppen, denn Simpson hatte einen Abschiedsbrief geschrieben und angeblich eine Waffe im Auto. Die Behörden befürchteten, dass sich der Superstar das Leben nehmen könnte und griffen deshalb nicht ein. Stattdessen kreisten Helikopter von lokalen TV-Stationen über der Stadt und sendeten die Verfolgungsjagd live im Fernsehen. Einige Sender unterbrachen dafür sogar das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, das parallel in Chicago stattfand, und am Ende sahen über 90 Millionen Zuschauer der Flucht ihres Idols zu. Auch auf den Straßen versammelten sich schließlich Fans und jubelten dem Wagen zu und Moderatoren wandten sich über das Radio direkt an O.J. Simpson. Die Situation war vollkommen skurril, doch schließlich endete die Verfolgungsjagd unspektakulär vor seinem Wohnhaus. Simpson stieg aus dem Wagen und stellte sich den Beamten. Sein legendärer Prozess endete mit einem Freispruch. Machen wir weiter mit Nicholas Garrison aus dem US-Bundesstaat Ohio. Der junge Mann stand in Hillsborough vor Gericht, weil er eine große Menge an bewusstseinserweiternden Substanzen besessen und vertrieben haben soll. Es war bereits klar, dass er für die kommenden 6 Monate ins Gefängnis gehen musste und der Richter hatte sein Urteil längst gefällt. Doch als ein Ordnungshüter ihm Handschellen anlegen wollte, um ihn aus dem Gerichtssaal zu führen, passierte es. Garrison riss sich los und ergriff die Flucht. 2 Männer nahmen sofort die Verfolgung auf, doch der Straftäter war schneller. Bilder der Überwachungskameras zeigen, wie Garrison zunächst an einer älteren Frau vorbeilief, ins Treppenhaus stürmte und über die Treppe flüchten wollte. In diesem Moment entschloss sich einer der Beamten zu einer spektakulären Aktion. Er sprang kurzerhand über das Geländer, um Garrison auf der Treppe zu stoppen. Doch die Aktion ging schief, denn anstatt den Flüchtigen aufzuhalten, prallte er auf die Stufen und rutschte kopfüber die Treppe hinunter. Garrison gelang so tatsächlich die Flucht und der Beamte musste mit 4 gebrochenen Rippen ins Krankenhaus. Mittlerweile konnte der Flüchtige allerdings wieder gefasst werden. Kommen wir nun zu Joseph Kim, der schon als kleiner Junge eine lebensgefährliche Flucht auf sich nahm. Kim lebte als Waise in Nordkorea, das zu jenen Diktaturen zählt, in denen die Menschenrechte am wenigsten geachtet werden. Nachdem sein Vater bereits in den 90er Jahren während der großen Hungersnot ums Leben kam und seine Mutter sowie seine Schwester bei einem Fluchtversuch nach China für immer verschwanden, war der Junge vollkommen auf sich allein gestellt. Er hatte kein Geld, nicht genug zu essen und keine Perspektive. Also nahm er eine riskante Reise auf sich, auch wenn er befürchten musste, dass er den Fluchtversuch wohl nicht überleben würde. Eine berechtigte Angst, denn Nordkorea verfügt an seinen Grenzen zu Südkorea über eine 4 Kilometer breite Pufferzone, die teilweise vermint ist. Zudem wird die Grenzzone von Stacheldrahtzäunen gesichert. Ihm blieb also nur eine Möglichkeit und er flüchtete über einen zugefrorenen See nach China. Tatsächlich gelang ihm die Flucht, doch in China begann für ihn eine furchtbare Zeit. Die chinesische Regierung betrachtete nordkoreanische Flüchtlinge nämlich als illegale Migranten und obwohl Joseph Kim zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind war, drohte ihm jederzeit die Abschiebung, sollte er erwischt werden. Er erfuhr schließlich von einer Untergrundorganisation in Südkorea, die sich um Flüchtlinge kümmert.
Mit deren Hilfe bekam er schließlich Kontakt zu amerikanischen Missionaren, die ihm die Ausreise in die USA ermöglichten. Heute ist Joseph Kim ein junger Mann und studiert an einer renommierten Universität. Einer erfolgreichen Zukunft steht also nichts mehr im Wege, doch er denkt auch heute noch oft an seine Schwester und seine Mutter. Er hofft, dass er sie eines Tages wiedersehen wird, auch wenn er bis heute nicht weiß, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Kommen wir zur Nummer 1. Die Geschichte der heute 23-jährigen Yusra Mardini geht unter die Haut. Die junge Frau wuchs als Tochter eines Schwimmtrainers in Syrien auf und hatte als Kind nur einen Traum. Sie wollte irgendwann als Schwimmerin bei den Olympischen Spielen auf dem Treppchen stehen. Doch während das kleine Mädchen für ihren Traum trainierte, brach in Syrien plötzlich der Krieg aus. Die Familie wollte zunächst in ihrer Heimat bleiben, doch als ein Blindgänger in ihr Schwimmbecken fiel, wollten die Eltern ihre beiden Töchter aus dem Land bringen. Am 12. August 2015 flohen Yusra Mardini und ihre ältere Schwester Sarah zusammen mit Cousins ihres Vaters über Beirut nach Istanbul. Schmuggler setzten sie anschließend mit 18 weiteren Personen in Izmir in ein Schlauchboot, das eigentlich nur für 7 Personen ausgelegt war. Dann sollten sie mit dem kleinen Boot zur griechischen Insel Lesbos fahren, die mindestens 9 Kilometer vom Festland entfernt ist. Doch während der Überfahrt kam es zur Katastrophe. Der Außenbordmotor versagte und über ein Leck füllte sich das Schlauchboot mit Wasser. Es drohte zu sinken und obwohl alle versuchten, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, gab es kaum noch Hoffnung. Also sprangen schließlich Yusra und ihre Schwester Sarah ins Wasser, damit das Boot leichter wird und sie es stabilisieren können. Gemeinsam mit 2 anderen Männern zogen sie das Schlauchboot stundenlang durch die Nacht bis zum rettenden Ufer. Über die Balkanroute gelang sie später nach Berlin, wo die damals 17-Jährige ein neues Leben begann und einem Schwimmteam beitrat. Und nicht mal ein Jahr später sollte auch ihr Traum in Erfüllung gehen. Im Juni 2016 benannte das Internationale Olympische Komitee Mardini als eine von 10 Personen, die bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro für das olympische Team der Flüchtlingsathleten antraten. Mittlerweile ist sie sogar UN-Sonderbotschafterin und eine echte Inspiration für viele andere Menschen. Und das war's mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Flucht ihr besonders spektakulär fandet oder welche Flucht euch sonst noch einfällt. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr solche Videos und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert. Wow, 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 wow